Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogcraft Folge 5. Wir sind durch einen ewig langen Tunnel gelaufen und sind jetzt hier in der heulenden Hütte, die angeblich von Geistern heimgesucht wird. Wow, cool gemacht. Sehr zerfallen und sogar ein Diamant ist hier. Das sollten wir nicht runterfallen. Das könnte schmerzhaft sein. Keine Musik. Musik. Das macht. Aua. So viel zum Thema, da sollten wir nicht runterfallen. Ich bin so ein Depp. Das ist aber auch doof mit den fehlenden Stufen hier. Alter. Oh. Jetzt muss ich schon wieder einen Block kaputt machen. Tut mir leid, Media Man oder Media Boy oder Man oder wie. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Tut mir leid. Okay, hier gibt es aber eh nichts mehr. Oh. Ach, die haben wir doch gerade schon angeguckt, oder? Okay, dann haben wir den Teil. Zack. Aber hier ging es doch noch nach unten. Oh, ist noch eine Truhe. Sehr gut. Okay, das war die heulende Hütte. Das war's schon. Also, wie gesagt, es ist. Schon ist in diesem Spiel. Das Wort darf in diesem Spiel eigentlich gar nicht existieren. Und in dieser Map. So, und da ich jetzt hier nicht irgendwelche Blöcke kaputt machen will, um hier rauszukommen, laufen wir halt in Edens Tunnel wieder zurück. Was soll's? Und Alter, ich merke gerade, wie sich meine Stimme so langsam verabschiedet, beziehungsweise wie mein Hals elendig kratzt und brennt. Und deswegen muss ich nach der Folge wirklich eine Aufnahmepause machen, so leid es mir tut. Ich habe mir vorher noch überlegt, ob ich einfach das komplette Let's Play, was diese 8 Folgen einfach jetzt kurz aufnehmen soll, aber ich muss jetzt Schluss machen. Bei aller Liebe. Aber die Folge schaffe ich noch, 13 Minuten, das. Keine Angst. Stille. Was könnte ich denn noch so erzählen? Keine Ahnung. Ist ja auch mal schön, wenn ich ein bisschen still bin. Ich glaube, das werdet ihr vor allem finden, nicht wahr? Was machen wir denn in dieser Folge? Das wäre doch mal eine gute Anfangsfrage. Ich würde sagen, da wir jetzt gerade schon in der heulenden Hütte waren, liegt es nahe, dass wir als nächstes Hogsmeade besuchen sollten. Und da würde ich sagen, let's go. Sobald wir wieder im Schloss sind, machen wir uns auf den Weg zurück zum Bahnhof. Und von da aus können wir dann nach Hogsmeade laufen und ein bisschen die Läden durchsuchen. Beziehungsweise plündern. Aber wir lassen natürlich Geld da, ist klar. Das war's schon? Oh. Das kam mir irgendwie beim Hinweg länger vor. So. Ach, wobei, Moment noch. Bevor wir da hingehen, gucken wir gerade noch in Hagrids Hütte rein, wenn wir eh schon hier sind. Auch die gibt's natürlich, ist klar. Fantastisch, was der hier gemacht hat. Fantastisch. Fantastisch. So, trampeln wir bitte ein bisschen auf Hagrids riesen Mutantenkürbissen rum. Gucken wir mal kurz eine Runde ums Haus rum, ob hier vielleicht irgendwo eine geheime Kiste steht. Mit einem Diamanten für uns. Hier ist die Hintertür. Oh. Oh mein Gott, ein Testral. Ein Kuh-Testral. Und da ist die geheime Kiste, von der ich sprach. Ah. Wunderschön. Ich finde auch, er hat echt ein gut. Was ist denn das hier? Ist das Sandstein? Ich glaube, das ist Sandstein. Hat er gutes Material gefunden. Hallo. Oh mein Gott. Ist das Norbert? Das hier ist ein Diamant. Das ist doch ein Norbert-Ei, oder? Oh mein Gott. Da gehen wir lieber nicht nah ran. Am Ende greift uns das noch an. Und Hagrids Bett. Und ein Diamant in seinem Nachttisch. Ha, wie geil das ist. Ach so, klar, natürlich sind es 3 Wollblöcke und. Ah, ja. Ich war gerade irritiert, wie er es geschafft hat, hier so ein großes Bett zu konstruieren, aber naja. Ist nicht ganz so schwer. Gut. Das waren die Ländereien. Dann jetzt ab nach Hogsmeade. Und das wird dann auch schon wieder für die Folge reichen, vermute ich, weil bis wir in Hogsmeade sind, werden gut und schön noch mindestens 5 Minuten vergehen, vermute ich mal. Der Weg ist weit. Wobei, vielleicht ist er auch gar nicht so weit. Ich weiß es nicht.
Kommt darauf an, wie gut ich mich orientieren kann. Und ihr wisst, das ist nicht meine Stärke. So, über die Brücke, da sind wir auch noch nicht gelaufen. Oh, herrlich. Ach, sieh an, das. Ah, das bemerke ich jetzt gerade erst. Es gibt sogar dieses große Fenster der großen Halle. Wir sind im Glockenturm, verstehe. Ah nein, das ist das große Fenster, das ist nicht von der großen Halle, sondern vom Glockenturm, natürlich. Oh Mann. So, jetzt aber nichts wie nach Hogsmeade. Das Wochenende hat ja schon begonnen und wir müssen ja abends wieder zurück sein. Ich will den Honigtopf und vor allem zu Zonko. Zonko wäre, glaube ich, der Laden, weswegen ich am liebsten nach Hogsmeade gehen würde. Bis oder der Honigtopf, das wäre absolut genial. Na, Framerate, auch mal wieder da. Wobei ich im Großen und Ganzen zufrieden bin. Bei Minecraft ist es ja immer so eine Sache, weil der immer viele neue Teile rendern muss und dann kann schon sein, dass man die Framerate ein bisschen abkackt, aber hey, im Großen und Ganzen können wir, glaube ich, echt zufrieden sein. Ich zumindest. Hoho, Alter. Wir waren halt, glaube ich, echt gerade mal in zwei von diesen Türmen bisher. Und sind schon bei Folge 5. Naja. Ich werde das nicht die ganze Zeit rumjammern, was wir nicht schaffen, sondern mich darüber freuen, was wir schaffen. Und das ist erstmal der Weg nach Hogsmeade. Hier haben wir die Ente in der letzten Folge erschossen und da war kein Diamant drin oder wir haben ihn schon mitgenommen. Ich könnte euch auch mal rennen, das wäre auch eine Option. Das ist irgendwie, das mache ich bei Minecraft auch selten rennen, weil ich es einfach so ungewohnt finde, doppelt D zu drücken. Ich probiere es immer mit Shift, aber das hilft dann in diesem Spiel herzlich wenig. So, ich glaube, nach Hogsmeade müssen wir aber laufen. Ja, dann müssen wir die Brücke da laufen und nicht fahren. Zu schade. Laufen ist so anstrengend. So. Lalalala. Ui. Cool. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal um. Was haben wir denn hier? The Magic Neep. Was ist denn Neep? Keine Ahnung. Werden sicher gleich rausfinden. Okay, jetzt Zucker und Milch. Das aussieht wie Butterbier. Und Goldbarren. Das ist die Kasse hier, natürlich. Mal gucken, was hat sie hier sonst noch? Äpfel, rohe Fische, Schweinefleisch. Das könnte ja. Na, was könnte das sein? Wahrscheinlich irgendein normaler Lebensmittelladen. Nieb, was heißt denn Nieb? Verdammt nochmal. Diese speziellen Wörter hier, das ist immer. Oh. Ich glaube, wir haben gerade das Lager gefunden. Wir müssen doch hier irgendwo einen kleinen Diamant versteckt haben. Und da ist er auch schon. 50! Was ist denn das? Brot, okay. So. Gucken wir noch hoch in die Privaträume. Tut man zwar auch nicht unbedingt, aber naja. Das ist, glaube ich, nicht das Schlimmste, was wir bisher getan haben hier. Wir sind nämlich auch schon zu spät zum Unterricht gekommen. Das ist bei weitem schlimmer. So. Das war The Magic Neep. Mal sehen, was sie sonst noch so findet. Was haben wir denn da drüben? Post Office, die Poststation. Cool. Hier, wo es die verschiedenfarbigen Eulen gibt, je nachdem, wie schnell der Brief ankommen soll. Ja. Das weiß ich natürlich mal wieder. So, hier geht's auch runter. Was hat's denn hier unten? Lagern die hier Eulen oder was? Oh Gott. Ah, ne. Ja. Eventuell Briefe. Wenn ich manchmal einfach denken würde, bevor ich rede. Oh, das käme mir sehr zugute. Komisch, sowas rät mir mein Lehrer auch immer. Vielleicht sollte ich es mal befolgen. Nein, zu schade. Okay, oh, Geheimkisten. Und kein Diamant drin, was soll denn das? Ist ja unfassbar. So, hier ist auch keiner drin. Na, das war ja wohl nichts hier. Poststation verdient offenbar nicht so gut, die können sich keine Diamanten leisten. The
Three Broomsticks. Oh Mann, ich habe keine Ahnung, was Broomsticks sind, meine ich. Ach doch, natürlich die drei Besen. Ich Idiot. Was haben wir denn hier? Wie geil. Erstmal ein Butterbier. Lecker. Ich gebe Ihnen das hier mal zurück. Haben Sie vielleicht zufällig Diamanten in Ihren Spendern drin? Nein, haben Sie nicht. Ah, cool, die drei Besen, natürlich. So. Wir gönnen uns noch eins, wenn wir wieder rausgehen. Aber zuerst die Arbeit, zuerst den Diamanten suchen. Heißt es eigentlich? Ah, nein. Ich dachte, vielleicht hätte er das auch umbenannt in Butterbeer. Ich weiß gar nicht, heißt es im Englischen Harry Potter auch Butterbeer? Oder ist es einfach im Deutschen so übersetzt worden? Bin mir da ja immer nie so sicher. So, leere Truhe. Hier jetzt mal was. Oh. Da haben sie extra so einen Geheimraum mit Truhen und dann tun sie da nicht mal was rein. Was soll denn das? Na gut, dann gönnen wir uns mal noch ein Butterbier. Ein Butterbier bitte. Dankeschön. Ah, sehr lecker. So, hier das Glas können Sie dann bei Gelegenheit wegräumen. Tschüss, war schön. Oh, es wird schon dunkel. Zonkos, jawoll. Cool. Was war denn das für ein Geräusch? Ist das eine Fledermaus? Try the Skiving Snackbox, they'll make you punk. Verrottetes Fleisch. Okay. Check out these webs, they'll slow anyone down. Oh, cool. Also Spinnenweben. Fight your friends with these snowballs. Genial, die verkaufen ja hier innovative Sachen. Oh, da bin ich gespannt, was die im Keller haben. Ui. Nicht viel scheinbar. Aber ein Diamanten, das reicht mir schon. Ich probiere mal eins von diesen interessanten Bonbons, die eine ganz interessante Wirkung haben. Hallo? Ich kann die gar nicht essen. Ist ja doof. Nee, kann ich tatsächlich nicht essen. Zu schade. Na gut. Gucken wir mal noch hier hoch. Und da ist ja der Diamant. Das war sogar der zweite hier. Guck, ich sag doch, bei Zonko, da gibt es immer besondere Sachen. Huch, geh doch da. Nein. So. Schön. So, wir kommen von. Oh, wir müssen in die Richtung. Hat noch einige Läden. Das wird. Ah, die Folge machen ein bisschen länger. Madame Pattyfoots. Gut, hier würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt reingehen, außer ich wäre frisch verliebt. Ich glaube, sonst ist man hier relativ in der Unterzahl. Das Café, in der die Beziehung von Harry Potter und Cho Chang so tragisch in die Brüche ging. Ich muss sagen, ich bin kein großer Freund von Cho, allgemein von dem Charakter nicht. Ich weiß nicht warum. Ich finde die irgendwie unsympathisch. Lalalala. So, hier ist auch noch. Da ist. Jawohl, da ist der Diamant. Sehr gut. So. Das war Madame Puddyfoots. Die Läden ähneln natürlich einander ziemlich groß. Und der Honigtopf. Aber ich meine, das ist ja klar. Also. Man kann es ja dann auch übertreiben. Oder was heißt, man kann es übertreiben, irgendwas zu fordern. Weil, also. Wie schon oft erwähnt, dieser. Junge Mann hier hat was geleistet, das ist einfach unfassbar. Da sollten wir alle total dankbar drüber sein. Und nicht nur auf irgendwelchen Kleinigkeiten rumhacken. Oh. Ach so, natürlich. Ich würde sagen, so gehen wir in der nächsten Folge vermutlich erst dann zurück nach Hogwarts. Dann nehmen wir den Geheimgang. Im Keller des Honigtopfes, klar. Oh, sogar daran hat er gedacht. Der Wahnsinn. Hallo? Ist vielleicht. Ah, jetzt ist endlich mal ein Diamant in so einer Kiste drin. Darauf warte ich schon die ganze Zeit. Oh, hier ist auch noch. Hier ist nichts. Schade. Okay, jetzt müssen wir uns aber merken, dass wir nachher wirklich nicht den Fußweg zurückgehen, sondern hier den Geheimgang nehmen. So, Madame Puddyfoots, wir müssen in die Richtung.
Ollivanders Zauberstabladen. Hörst du, wann ist der in Hogsmeade? Ist wohl umgezogen. Hat sich wahrscheinlich gedacht, die Schüler schrotten so viele Zauberstäbe. Dann ist es für mich rentabler, wenn ich nicht in der Winkelgasse bin, wo sie dann während des Schuljahres nicht hinkommen, sondern wenn ich direkt nebenbei bin und wieder ein bisschen Musik. Ich freue mich jedes Mal drüber, wenn Musik hier kommt in diesem Spiel. Die kommen wir alle nicht dran, dann wird da hoffentlich auch nichts drin sein. Weil er hat ja schon am Anfang, also der Entwickler oder der Creator, groß hingeschrieben, man soll keine Blöcke zerstören, weil es einfach keine, oder weil es einfach nicht notwendig ist. Dann wird er sicher auch keine Sachen bauen, die man zerstören muss, um hinzukommen. Das wäre ja dämlich. So. Ah, da ist er doch. 59. Wir machen Fortschritte. Ding, ding, ding. Ah, ich liebe diese Musik. Ich wiederhole mich in dem Let's Play oft, ich weiß, aber es ist einfach so. So, was haben wir hier? Ah, alles Mögliche. Nein, für das Zaubertrankhandwerk. Aber das ist ja eh nicht so unser Lieblingsfach. Deswegen kaufen wir hier, glaube ich, eher nichts. Hier auch noch in den Keller. So. Leider auch nichts. Oh, hier leider nichts, meine Güte. Und auch hier nicht, Mann. Bisher gab es nur in Zonkos Scherzartikelladen zwei Diamanten. Das spricht ja wohl für die Qualität. So, was haben wir da drüben? Da waren wir schon. Oh, da kommen wir her. Noch vier Läden sind's, das schaffen wir noch in der Folge. Also, die ist eh schon vorbei, aber das mache ich noch in dieser Folge. Und danach muss ich meiner Stimme echt ein bisschen Erholung gönnen. Und die braucht sie, weil ich muss es hier gerade echt im Akkord noch ein bisschen aufnehmen. Ich habe mich entschlossen, jetzt noch 2 Wochen lang aktiv was für SlendyTube zu machen und dann Pause. Und in den 2 Wochen muss ich hier das hier voll aufnehmen. Das ist jetzt nicht viel Arbeit und noch eine gewisse Anzahl an Let's Plays für die Abi-Zeit. A, aufnehmen und B, was teilweise noch aufwendiger ist, Folgentexte schreiben. Das muss ich natürlich auch für jedes machen, weil ich meine, ich glaube, während dem Abitur schreibe ich genug, als dass ich da abends dann auch noch einen Kopf dafür hätte, Folgentexte zu schreiben. So, dem Hogshead. Ach, der Eberkopf. Verstehe. Hier gibt es wahrscheinlich auch Butterbier. Jawohl. Ich gucke hier mal rein, auch wenn ich nicht glaube, dass hier ein Diamant drin ist. Nein, natürlich nicht. So, hier oben ist ja dann wohl der legendäre Raum, wo Professor Trelawney ihre Voraussage über Harrys Schicksal gemacht hat. Und da ist auch mein Diamant. Dankeschön. Und in den Keller gucken wir natürlich auch noch. Wenn schon, denn schon. Ah, hier könnte schon eher noch ein Diamant drin sein. Da, ich sag's doch. So, aber sonst nichts. Das hier sind nur so Klappdinger. So, alles muss seine Ordnung haben. Was haben wir da drüben? Oder waren wir da schon? Ja, da waren wir schon. Oh, dann kommen wir jetzt zu den letzten 2 Läden. Junge, das wird eine lange Folge. Okay, hier haben wir Ausstattung für Zauberer. Oh, das könnten wir uns mal eben kurz kaufen. Wir sind ja stolzer Slytherin. Quatsch. Stolzer Hufflepuff. Haha. Okay, also das mit dem Helm sieht ein bisschen dämlich aus, aber was soll's. So. Top ausgestattet. Falls sich gerade jemand fragt, warum ich den Hufflepuff-Sachen anziehe, wir wurden leider für das Haus ausgesucht. Oder was heißt leider? Wir wurden ausgesucht. Könnt ihr in der ersten Folge nachgucken. Ich habe es professionell durchgeführt, die Auswahl.
Oh mein Gott, ich habe den Diamanten liegen lassen. Hä? Ach so, 64er Stack, natürlich. Dann machen wir es so, tun wir den da rein und tun den da hin, sonst sieht es so unschön aus. Den ersten Stack haben wir also schon komplett. Ich bin wirklich gespannt, wie viel wir so schaffen. Ich tippe mal, wir finden um die 120 in diesem Let's Play. Tipp ich mal. Nee, das ist zu viel. Ich tippe um die 100 rum. Wir haben ziemlich genau 100, also die Hälfte von allen. Mal sehen, wie gut. Ich tippe so noch den letzten Laden. Scrivenschaft Squill Shop. Okay. Ah, vermutlich so ein bisschen Unterrichtszubehör, Tinte, Federn, Hefte, Diamanten. Was man halt so im Unterricht braucht. So, dann gucken wir noch hier in den Keller. Ich weiß, es war jetzt nicht so übermäßig spannend, diese Folge. Aber wenn schon, denn schon, gucken wir uns auch alle Läden an. Und man muss auch wieder mal betonen, also er hat sich ja wirklich Mühe gegeben, in jedem Laden wirklich in die Truhen das spezifische Zeug reinzutun. Also hier jetzt Federn und Tinte, in dem anderen waren es Zauberstäbe und da waren es Kessel und Zutaten, also erneut Respekt. So, das war der letzte Laden. Dann verabschiede ich mich aus dieser Folge Let's Play Hogcraft. Ein letztes Mal in dieser Aufnahmesession weise ich darauf hin. Oh, guck mal, hier geht's noch. Da müssen wir noch kurz hin. Hier geht's in die heulende Hütte. Da waren wir schon. War das in dieser Folge? War das am Anfang von. Ja, das war doch am Anfang von dieser Folge. Waren wir da drin, dahinter. Cool. So. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier ein Päuschen. Ein letztes Mal in dieser Aufnahmesession. Rechts oben erscheint jetzt eine Anmerkung. Wenn ihr auf die klickt, kommt ihr direkt auf den YouTube-Kanal des Erstellers dieser genialen Karte. Unterstützt ihn doch mit einem Abo, mit einem Like, mit einem Comment, was weiß ich. Guckt euch die Videos an, sehr interessant. Und wie gesagt, in der Beschreibung die Links zum selber downloaden. Ja, so, jetzt stirbt meine Stimme gleich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.